Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video in Watch of Realms, zur zweiten Saison jetzt mit mir. Und ja, wir werden einfach wie Marvin gestern dasselbe machen. Ich werde erstmal versuchen, auf die Dahlia zu gehen. Und danach gehen wir dann auf die Magda und die Konstanze. Und ja, ich habe hier schöne 316 Beschwörungskristalle und 13.000 Juwelen. Und ich denke mal, damit werden wir bestimmt einigen geilen Scheiß ziehen. Hoffentlich. Ja, kann ich mir auch echt gut vorstellen. Wenn ihr wissen wollt, was ich gestern gezogen habe, dann schaltet gerne in das andere Video rein. Ansonsten wünsche ich dir auch viel Glück und ich würde sagen, let's fucking go. Let's fucking go. Also falls sich die Leute wundern, die 10 sind da wegen so ein anderes Event, wo man halt auch beschweren musste. Und da habe ich immer jeden Tag eine Beschwörung gemacht bisher. Einmal ein paar Patrick, mehr. Patrick, wann kommt denn der Bus? Ey, dich hat es auch gerade schon gewundert. Für die Leute, die es interessiert. Ja, alle interessiert es. Alle 5 Leute. Und ich werde jetzt erstmal, ich weiß nicht, ich bin bei 120 Ziehungen ohne Legendären. Ich überlege, ob ich hier jetzt noch so 7, 6 10er-Puls mache und dann hier erstmal rüberwechsle, dass ich hier einen selben legendären Helden ziehe. Muss ich mal gucken. Also wenn ich so weit komme. Ja. Wenn jetzt direkt der erste legendäre Held ist, dann ist es so. Dann let's go. Okay. Schon mal nur Standard. Classic. Der Classic. 2. Ich muss jetzt hier mitzählen, sonst vergesse ich das nur. 3. Sind wir so bei 150. Ja. Falls euch übrigens diese Ziehungen gefallen und ihr keins mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine einzige Watcher of Realms Ziehung mehr. Und wir haben schon in der Vergangenheit echt geilen Scheiß gezogen bei den Videos, ne? Muss man schon sagen. Das war schon heftig. Okay, 50 habe ich gemacht. Eins noch? Oder soll ich hier drin bleiben? Das weiß ich nicht mehr. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ab der 200. Beschwörung bist du in dem Ding drin, in der Pechschutzregel. Ja, das Ding ist halt nur, wo mache ich die Pechschutzregel? In dem hier oder in dem hier? In dem. In dem hier, oder? Okay, ja. Dann muss ich jetzt noch... Wenn ich halt nicht vor jetzt einen einziehe, das ist halt das Ding. Ja, klar. Ich bin jetzt bei 190. Jetzt hier noch einen oder schon drüben anfangen? Ja, mach da noch einen. Oh mein Gott, okay. Ich höre nie wieder auf dich. Ich höre nie wieder auf dich. Ja, aber vielleicht siehst du ja die Dahlia jetzt. Dann ist ja GG. What the fuck, glaubst du? Ja, okay, wahrscheinlich zieh ich die jetzt, oder? Oh mein Gott, let's fucking go. Wie kacke, Alter. Uff. Wie er sich freut, dass ich so scheiße ziehe. Okay. Ja, Mann, weil du ziehst immer so geilen Scheiß. Ich fühle das gerade so hart. Oh. Mann, das fuckt jetzt auf. Das ist jetzt Schmutz, ey. Ja, das ist Bruch. Das ist wirklich Bruch. Ich baller jetzt nur noch durch, ey. Oh, jetzt hat er gar keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mann, ich hab dir so schön vorher durchgezählt. Das hat einfach nichts gebracht. Und dann zieh ich auch noch den Kackzwerg, den ich nie haben will. Oh, jetzt wird durchgeballert. Aber ich find's jedes Mal wieder krass. Man hat diese mal 15 Chance und zieht trotzdem einen komplett anderen Random. Ja. Der eine Chance von, keine Ahnung, 4% hat oder so. Und, ist schon echt komisch. Das ist schon verrückt, oder? Ja. Wo sind wir jetzt? Okay. Noch ein paar vor uns. Aber du kannst doch so durchballern. Du hast so viele Kristalle und so viele Dias, also. Ja, aber wäre halt geil gewesen, hätte ich jetzt da schon einen, den ich haben will, gezogen, weißt du? Ja, das stimmt, das stimmt. Also den Crack hätte ich mir auch sparen können. Weil den Crack? Crack, ja. Ich bin Crack. Ja, Crap. Ja, stimmt. Aber hier ist aber auch nur Scheiße. Ist halt kein Mal zwei, ne? Merkt man halt instant. Merkt man minimal, ja. Ich meine, du bist jetzt schon bei fast 200 Beschwörungen durch. Ich bin schon drüber. Ich glaube, jetzt kommt gleich die Dahlia. Ja, das ist jetzt Dahlia. Krass. Einfach in einem Speed. Ja, innerhalb von 4 Minuten hast du jetzt gut durchgeballert hier. Ja, aber du musst und jetzt, vielleicht noch ein legendärer? Nee. Kann man nochmal schön das Video sehen. Schön, die Dahlia. Episch. Und diese schönen Dornen im Hintergrund. Damn. Okay, da muss ich selber lagen. Aber probiert sie gerne mal aus bei dem Event, wo man die ausprobieren kann. Die hat nämlich eine übelst kranke Range und kann auf dieser Range solche Kugeln platzieren, indem sie die Gegner slowt. Hat AOE-Damage, also die ist geil. Ja, die ist geil. Maschine. It's a machine. It's a machine. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Ja.
Gönn dir, Brudi. Ich gönn mir. Soll ich auch wieder so durchpushen? Oder diesmal ein bisschen langsamer machen? Du, wie du möchtest. Komm, ich push durch. Ja. Parmageddon push durch die Ziehungen. Das ist doch eh langweilig hier, wenn man nur die ganzen Sachen jetzt sieht. Ja, also der Titel ist schon gesaved. Die schnellsten 500 Ziehungen der Welt. Siehst du, nur für den Titel habe ich das gemacht. Nur für den Titel. Geil. Ja, man muss ich weiß warum der Patrick das macht, Leute. Der muss gar nicht cutten. Der kann es uncut hochladen. Du machst dir meine Strats nicht, Alter. Bro, mir wird gleich schlecht, Alter. Kannst du mal aufhören, Alter? Hallo, die Kinder und so brauchen heute schnelle Videos. Die sind alle TikTok gewohnt. Und dann hättest du 500 Ziehungen in einer Minute machen müssen. Es geht nicht, da ist das Programm hier nicht so schnell. Da kommt der selber ins Stocken. Geil. Es kommt aber auch nur Scheiße, Alter. Ja, du könntest echt langsam meinen legendären ziehen. Weißt du, hat die schöne große Fresse, wo wir nicht aufgenommen haben vorher. Ich hab gesagt, ich ziehe jetzt geilen Scheiß, nicht so wie du gestern. Und was ist? Ja, ist halt kommt wirklich nix. So. Uff, uff, uff. Ich hätte einfach still und heimlich alles wieder machen sollen. Und dann 8 legendäre. Ja, das ist ja echt. Uff. Also hier muss auf jeden Fall einer kommen. Also hier werde ich auf jeden Fall auch 200 Ziehungen durchkriegen. Wir schauen uns in letzter Zeit, Leute, so viele Pokémon-Karten-Videos an. Auch so halt Openings. Mhm. Und ich schwör's euch, die ballern die Karten auch so krass durch. Und wir denken uns bei manchen Karten so, Alter, die war richtig krass. Und die schmeißen die dann einfach so weg. Oh mein Gott, erster Legi. Okay, perfekt. Ja. Und so kommt's mir gerade mit Patrick vor. Ja. Aber hier mache ich halt nichts kaputt. Komm schon, zieh auch die. Wie heißt die? Magda. Magda, nee. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ich zweite Zwerg. Da gibt's zwei Legendäre, die mal 15 sind. Und ich krieg einfach einen Kackzwerg. Das einfach Bruch hier. Ist das Bruch, Alter. Das ist wirklich Bruch. Das ist Bruch, Tatürchen. Ja, das ist ich würde sagen, hier, du verkaufst jetzt erstmal alle deine Helden. Und dann machen wir gleich wieder weiter. Ne. So. Jetzt bin ich wieder back nach dem gefühlt längerem Aussortieren als dem Ziel. Guess who's back? Back again. Einfach länger gebraucht, die Helden zu sortieren als zu ziehen, aber ja. Ja, Bro, das war auch weg. Die schnellste Ziehung der Welt, Alter. What the fuck? Ja, komm, wir müssen ein bisschen Peppy reinbringen. Ein kleiner Lamborghini durch, Alter. Ja, natürlich, Alter. Schön mit 600 PS, Alter. So, ich habe jetzt, wie ihr seht, nochmal 36 normale und 7000 Juvis. Und die werde ich jetzt einfach verheizen. Let's go. Oh mein Gott. Yo. Let's go. Okay. Komm schon. Also wenn jetzt nicht Magda drin ist oder Konstanze, dann raste ich aus. Ja, das war echt wild. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich habe gleich willst die ganze mich Zwerge verarschen, Alter. Durch. Ich habe gleich jeden Zwerg du einmal gezogen. Drei Zwerge? Und alle unterschiedlich. Oh mein Gott. Okay. Ich schwöre, Leute, das Problem ist halt, die Zwerge bringen gar nichts. Das haben wir, glaube ich, schon mal halt gesagt, ne? Die Zwerge sind so scheiße in dem Game. Und ich ziehe einfach drei verschiedene Zwerge. Ich kann es nicht glauben. Brokkie ist noch der Beste. Der Brokkie ist der Einzige, der wirklich noch ein bisschen geht. Aber ich schwöre, ich brauche den nicht. Ich benutze den nicht. Ja, es ist schon wieder Bruch. Oh mein Gott, ey. Hauptsache zwei legendäre Helden, die mal 15 sind und ich ziehe zweimal Zwerge in deinem Ding. Das ist wild. Ja, das bricht mich. Ja, jetzt weißt du ja, wie es mir ging, die letzten Videos, also. Sei du mal ruhig jetzt, ich bin jetzt sauer. Nö, selber schuld, so eine große Fresse, also da habe ich auch gar kein Mitleid, muss ich sagen. Das Spiel sieht nie wieder Geld von mir, bei so einer Performance. Ja. Nächsten Monat wieder 500 Euro drin. Muss ich erstmal beim Moonton anrufen, dass es nicht so weitergehen kann. Ja. Oh, scheiße, ja. Belastung. Das ist wirklich belastend, ja. Das tut schon da muss wohl noch reingepayt werden. Bringt nichts. Nee, da jetzt nicht rein. Ich werde da einfach noch einen vierten Zweck dann ziehen. Dann nehme ich richtig so. Genau, das können wir euch nämlich auch empfehlen. Haben wir nämlich auch schon oft gemacht, wenn man dann nochmal reinpayt und man kriegt dann wieder nicht das, was man will, dann ist man komplett gebrochen. Also lasst es dann lieber sein. Ja. Und wenn ein Feuer,
dann fällt es nicht so auf, aber wenn du es hinterher machst, dann ist es wirklich Bro. Richtig, genau. Aber okay. Du hast dann noch 16, also let's go. Ja, okay, Bug. Ach, schade. Oh, das wäre jetzt geil gewesen. Mhm. Bug-Legendärer. Kann ich das überspringen? He who has hope has everything. Was? Was will die von mir? Also, wenn ich jetzt hier auch wieder einen Zweck kriege, dann raste ich aus. So, ja. Ach, ich kann nicht mehr. Wow. Was ist? Uff. Komm schon. Okay. Magda oder Konstanze, du also kannst es jetzt nicht erzählen. Dass wenn jetzt wieder ein Zweck kommt, dann raste ich aus. Oh mein Gott. Ja, wer ist das? Das ist Sadie. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich ziehe nur Helden, die nicht mal 15 sind. Was ist das? Das ist doch nicht Sadie. Doch, das ist Sadie. Das ist Calypso, oder? Ach ja, meine ich ja, Calypso, sorry, ich habe den Namen verwechselt, ups. Einfach der Profi. Ja, einfach der Watcher-Profi, der schon 8000 Euro reingesteckt hat. Als ob das Video so war. Hä? Wer ist das? Ich verstehe es auch gerade nicht. Oder hat sie ein neues Video? Nein, das ist nicht sie. Das ist nicht... Doch, das ist sie. Das ist sie, hä? Als ob das ein geiles Video war. Krass, weiß ich gar nicht. Okay, krass. Ach man, ey, ich schwöre, ich werde nicht einen von den beiden ziehen, ne? Also dieses Mal 15, das wild bei dir? Das ist wirklich wild. Das ist einfach nicht da, nicht vorhanden. Echt nicht vorhanden. Wenn ich jetzt noch einen Nordhelden ziehe, okay, dann ist wirklich alles over. Oh. Yes, let's go. Ja. Das wurde aber auch Zeit. Sehr gut. Das wurde aber auch Zeit. Ja, die Flügel sind schon geil, ne? Ja, schaut echt gut aus. Wenn ich das jetzt so selber sehe... Das ist schon nice. Nice, okay. Jetzt habe ich zumindest das gezogen, was du auch gezogen hast. Ja. Plus halt 800 Ziehungen mehr, aber... Ja, heute hat es nicht gechallert wie bei mir. Ah, diese drei Zwerge machen mich so fertig, ne? Oh, du hast sie auch gezogen, ja, Kalina. Ja. Nice. Ja, die ist schon... Ja. Die neue epische Heldin. Muss man mal gucken. Das ist halt so das Ding, irgendwann braucht man mal die epischen Helden, wie jetzt auch bei dem Event von der Dahlia. Da braucht man auch den einen epischen Helden, den habe ich mir da jetzt auch hochgeballert. Ja. Also kann man immer wieder einen epischen Helden benutzen. Schon ganz nice. Also jetzt noch ein legendärer Held, so die Konstanze, und dann bin ich zufrieden. Das wäre nice. Dann sehe ich auch drüber weg, dass ich drei Zweige gezogen habe. Come on. Na siehste, jetzt kommt die Konstanze eh noch. Oh mein Gott. Wie geil. Elowin. Ja, richtig geil. Einer der besten Heiler. Ja, die beste Heilerin. Ich hab darauf schon so lange, weil die ja wirklich gut sein soll, ne? Ja, die soll richtig krass sein. Ja. Jetzt hast du die beiden besten Heilerinnen auf jeden Fall, die Laia und Layla, oder genau. Wie heißt? Die Laia und die Elowin. Geil. Die hast du auch schon so lange gesettet. Auch vom Design her sehr geil, muss ich sagen, diesen naturmäßigen. Aber Wahnsinn, wie viel Legendäre du bekommst bei den Gelben. Ja, das ist wirklich überraschend. Und es ist nicht einmal zwei, also ja. Crazy. Ja, das ist schon crazy. For Mother. Ja, nice. Cool. Mann. Ja, richtig geil. Also die werde ich auf jeden Fall als erstes hochziehen, muss ich sagen. Das ist ein Muss. Ne, jetzt werden bestimmt noch drei Epische kommen, aber ich beschwere mich jetzt nicht mehr. Ja, kannst du wirklich nicht. Hat sich am Ende jetzt doch nochmal ein bisschen erholt alles. Und ja, Leute, nice. Ich will ja noch eins kleines bisschen anteasern. Wenn jetzt wieder bei den uralten Beschwörungen und was Geiles kommen sollte, dass da unten ein geiler Lautheld kommt, da werden richtig viele Puls gemacht. Bro, woher hast du 70 da Stück? Da werden richtig viele Puls gemacht, ich sag's euch, ich höre. Bis die nächsten kommen, da werde ich so reinhieten, das wird richtig geil werden. Holy da wird Schatz, auf jeden Fall ein Lordheld dabei sein. Ja, ich... Ja, Leute, da müsst ihr den Kanal abonnieren, da bleibt euch nichts anderes übrig. Ja, ich kann da kurz zeigen, also das meiste, woher ich die kriege, ist eigentlich über das hier. Das kommt eigentlich da in Dauerschleife und du hast am Ende immer die zwei goldenen, die roten. Ja, das stimmt. Das haben sie ja neu eingeführt und dadurch kann ich die irgendwie jetzt farmen. Und dann habe ich halt, ach so, stimmt, und durch Odyssey. Du kriegst da so viele Shards von den roten. Warte mal, ziemlich hier so, hier, guck mal, kriegst du auch von den goldenen Shards, kriegst du so welche und ziemlich am Anfang, glaube ich sogar, hier, 10 rote, hier 2x 10 rote, das ist schon einer, also hier kriegst du einige dann noch, oder auch nicht. Aber eigentlich,
ich weiß nicht. Hier nochmal, also doch, ein paar kriegst du auf jeden Fall hier drüber noch. Und der Rest ist einfach nur der Dungeons und ja, halt Boss, Gildenboss und die Gildenkriege und so. Darüber krieg ich die meisten. Ich habe mir nichts gekauft, auf jeden Fall ist alles zusammengespart. Ja. Jetzt können wir uns nochmal kurz angucken, den ganzen Blödsinn hier. Ja, eigentlich schon eine gute, also wenn man die sich wegdenkt, aber Elowin, Magda, Dahlia und Calypso ist schon gut. Die Calypso benutze ich auch eigentlich ziemlich häufig. Und halt die drei Zwerge, also das war wirklich eigentlich fast ein Gag vom Mund. Einfach drei Zwerge. Das war echt witzig, ja. Ich glaube, mehr Zwerge gibt es auch nicht, ne? Es gibt ihn, doch ihn gibt es hier noch. Den Azor, den habe ich nicht gezogen. Azor, das ist ja. Stimmt. Also 3 von 4. Ja. Aber nee, das ist schon nice. Also darauf freue ich mich am meisten, muss ich sagen. Und auf sie natürlich. Weil ich finde ihre Fähigkeiten ganz nice. Das stimmt. Ja. Und sie muss ich mal gucken. Also wenn die wirklich so sein soll wie die Tilito, dann ist auch wirklich over. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hierfür, für den verfluchten Kult, einen geilen Lordhelden ziehen. Vielleicht kommt da vielleicht irgendwann einer nochmal in diesen Lord-Event mit den roten Kristallen. Und das wäre natürlich sehr geil. Dann haben wir es wirklich durchgespielt. Ja, also am Anfang 3 Zwerge gezogen, da dachte ich mir, endlich hat der Patrick mal Pech. Nope. Und dann kamen die ganzen geilen Helden. Aber gut, man muss auch sagen, es waren jetzt irgendwie 800 Ziehungen gefühlt. Ja, 800 Ziehungen also, in 10 Minuten. Ja, wirklich so, ey. Also, schnellste Ziehung der Welt. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt in die Kommentare was rein. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Und sobald es wieder geile Events gibt zum Ziehen, sind wir natürlich, wir beide, wieder am Start. Genau. Und drehen für euch die Videos. Deswegen, und man kann ja noch schnell sagen, ihr denkt zwar immer, dass wir so viele Beschwörungskristalle haben, freut euch wahrscheinlich, woher wir die bekommen, aber wir sparen die wirklich einfach nur auf, bis was Geiles kommt und dann jeden wir rein. Also man kann wirklich auch gut was ansparen, muss eigentlich nichts payen. Wollte ich nur noch mal gesagt haben, falls sich die Leute wundern, warum wir immer so viele haben. Also einfach aktiv das spielen, stimmt. Und dann kriegst du echt alles hinterhergeschmissen. So, jetzt kannst du weitermachen. Ja, da hat der Patrick recht. Zockt einfach viel, dann kriegt ihr echt viele Beschwörungskristalle und Dias. Wie gesagt, ansonsten euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Video wieder. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.